In der Togo-Show dreht sich heute alles um das Thema Zauberei. Richtig. Und wer darf natürlich beim Thema Magie nicht fehlen? Echte Zauberer. Und deshalb haben wir die Ehrlich Brothers zu Gast und die zeigen uns einen richtig coolen Zaubertrick. Oh ja, und Simon war bei der Kinopremiere des neuen Films Die Wolfgang – Rettung der magischen Welt. Und wer lieber das Buch anstatt den Zauberstab einsetzt, Lisa hat ein richtig cooles Lesezeichen gebastelt mit euren Togo-Serienhelden. Das stimmt. Ich merke schon, es wird eine richtig fantastisch magische Togo-Show. Magie, Hex, Hex. Los geht's. Drei, zwei, eins, Wochenende! Warum hast du Karten in der Hand? Ja, weil ich den coolsten Zaubertrick der Welt in meinen Händen halte. Ach ja? Ja. Dann zeig mal her. Von mir aus. Also, ganz normale Karten. Mhm, kann ich bestätigen. Und du darfst jetzt eine ziehen. Nicht ich guck nicht hin und du darfst den anderen die einmal zeigen. Okay. Gut. Okay, du hast die Karte. Mhm. Dann nehmen wir die jetzt und packen die jetzt einmal wieder in den Stapel rein. Okay, mhm. Bist du bereit? Ja. Du musst gleich raten, welche Karte, also ich werde raten, welche Karte du hast. Okay. Okay, so. Mhm. Oh. Die Super, ist es schon mal nicht nebenbei. Okay. Da bin ich mir sehr sicher. Warum bist du dir da so die sicher? Auch nicht. Also, wir fächern die mal auf und jetzt konzentriere dich. Ich will, dass du dich mit mir einmal im Kopf verbindest. Sag mir die Karte. Okay, ich glaube, ich weiß, ich habe gar nichts gesagt. Doch, du hast in deinem Kopf ganz laut geschrien und ich höre das. Magie und ich suche sie und das war deine Karte. Was wirklich? Das war wirklich deine Karte. Es ist was? Karo König. Woher wusstest du das? Tja, ich werde es dir verraten und ich werde es euch verraten. Davor gibt's aber erstmal Lisa. Hm? Okay, viel Spaß bei Selbstgemacht. Jetzt zeig mal diese Karten, was hab ich gehabt? Willkommen zu Selbstgemacht. Oh nein, jetzt habe ich ja ganz vergessen zu gucken, auf welcher Seite ich war. Ich glaube, ich bastle mir heute Lesezeichen, die auch noch richtig cool aussehen. Für unser erstes Lesezeichen braucht ihr ein quadratisches Blatt Papier. Mein Blatt hat jetzt zum Beispiel eine Seitenlänge von 10 cm. Knickt das Blatt zu einem Dreieck. Dazu legt ihr einfach zwei gegenüberliegende Spitzen übereinander. Dann knickt ihr nur eine von den oberen Spitzen nach unten zum Rand. Die seitlichen Ecken knickt ihr nun nach oben zur Spitze. Die beiden Ecken, die nun oben liegen, faltet ihr so, dass ihr sie in die entstandene Tasche stecken könnt. Das Lesezeichen ist jetzt fertig geknickt und es funktioniert tatsächlich auch schon. Ihr könnt euch nämlich einfach euer Buch nehmen und das Lesezeichen auf eine Ecke stecken und dann wisst ihr immer, wo ihr aufgehört habt zu lesen. Aber ich finde, das Lesezeichen sieht noch ein bisschen langweilig aus. Deswegen dekorieren wir das jetzt noch. Und ihr könnt ja mal überlegen, welche Gestalt das Lesezeichen annehmen wird. Malt oder bastelt ein Gesicht auf eure Lesezeichenspitze. Da mein Lesezeichen blau ist, bastel ich natürlich Wusel. Dazu nehmt ihr euch rotes Papier und malt Nase und Haare vom Wusel auf. Dann könnt ihr sie ausschneiden und sie auf das Lesezeichen kleben. Mit weißem Papier bastelt ihr die Augen. Mit dem schwarzen Stift malt ihr noch einen Punkt ins Auge und mit Rot zeichnet ihr die Augenbrauen ein. Malt die Umrisse der Ohren vom Wusel auf einen weiteren blauen Zettel und jetzt nehmt ihr euch noch das Deckweiß oder weiße Farbe und malt das Innere der Ohren aus. Nach dem Trocknen müsst ihr sie nur noch ausschneiden und aufkleben. Vielleicht ist das Lesezeichen noch so viel schöner geworden, oder? Ich habe zum Beispiel auch noch mal einen Pikachu gemacht. Pika, Pika, Chu! Apropos Pikachu, der hat auch was mit meinem zweiten Lesezeichen zu tun. Dazu nehmt euch einen Bastelkarton und zeichnet einen Streifen ein. Ich habe einfach die Breite meines Lineals abgemessen. Zeichnet nun an einem Ende zwei Arme ein und dann schneidet den Streifen mit den Armen aus. Markiert euch nochmal die Breite des Lineals auf eurem Bastelkarton und malt einen Kopf. Ich male mir natürlich einen Pikachu-Kopf und malt mit einem schwarzen Stift Pikachus Nase, Mund,
Augen und die Spitze der Ohren auf. Mit einem roten Stift zeichnet ihr noch die Wangen ein. Und zum Schluss malt ihr noch zwei weiße Punkte in die Augen. Und Pikachus Kopf schneiden wir jetzt aus. Jetzt nehmt euch euren Streifen und knickt die Arme mit etwas Abstand nach unten. Und den Kopf klebt ihr dann einfach auf den Streifen und fertig ist euer Lesezeichen. Und fertig ist Pika Pikachu! Ach, ich liebe einfach Pikachu. Aber ihr könnt natürlich auch jede andere Figur machen, zum Beispiel auch einen Wusel. Mit diesem coolen Lesezeichen macht das Lesen auf jeden Fall gleich viel mehr Spaß. Und wenn ihr das jetzt nachmachen wollt, dann braucht ihr Folgendes. Buntes quadratisches Papier, Bastelkarton in der Farbe eurer Wahl, einen Bleistift und ein Radiergummi, Kleber und eine Schere, einen Pinsel und etwas Deckweiß, einen schwarzen und einen roten Filzstift und ein Lineal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Togo-Show-Kanal. Auf togo.de findet ihr nochmal eine genaue Bastelanleitung. Und wenn ihr das Ganze nachgemacht habt, dann teilt doch auch gerne dort Bilder von euren Lesezeichen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich lese jetzt erstmal weiter. Guck mal, Jonas, ich habe auch ein Spirit-Lesezeichen gebastelt. Süß, oh, oder? Voll süß. Guck mal, ich habe auch ein Lesezeichen gebastelt. Tada! Was ist das? Das ist, ich habe gar keine Ahnung. Es ist doch fast, naja. Okay. Ja, fast. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen bei Lisa nachgucken. Ihr könnt nebenbei alle Folgen von Lisas Selbstgemacht auf togo.de, in der Togo-Video-App oder hier auf unserem YouTube-Kanal nachgucken. Einfach mal durchstöbern. Das macht ihr aber am besten erst, wenn die Togo-Show vorbei ist. Mhm. Sonst verpasst ihr doch unsere fantastischen, magischen Studiogäste, die Ehrlich Brothers. Magie. Und was ist eigentlich heute bei Fips im Baumhaus los? Keine Ahnung. Schauen wir mal in seinem Baumhaus nach. Ein fröhliches Hallo, meine Lieben. Heute präsentiere ich euch die drei abgefahrensten Nüsse der Welt. Nüsse? Wer hat Nüsse gesagt? Ich meine natürlich Bräuche. Davon gibt es nämlich echt mega viele auf der Welt. Und ich muss schon sagen, ihr Menschen seid schon ein bisschen seltsam. Los geht's mit dem ersten Brauch. Auf Platz Nummer 3, das Käserennen in England. Beim Käserennen laufen die Teilnehmer wirklich einem Stück Käse hinterher, der einen Hügel herunterrollt. Also wenn es eine Nuss wäre, okay. Aber bei einem stinkigen Käse würde ich ja eher weglaufen als hinterher. Wie gesagt, manchmal seid ihr Menschen schon ein bisschen komisch. Vor allem, weil das Ganze nicht ungefährlich ist, wie die Leute da runterkugeln. Der Käse kann bis zu 100 km/h schnell werden. Damit dürfte er sogar auf der Autobahn rollen. Aber natürlich nur, wenn die auch steil bergab gehen würde. Klar, der Käse ist damit so schnell, dass die menschlichen Verfolger ihn am Hang sowieso nicht einholen könnten. Deshalb gewinnt der schnellste Mann und die schnellste Frau. Und zwar den Käse. Die Teilnehmer unseres nächsten Festes werden noch dreckiger als die vom Käserennen. Und vor allem roter. Denn beim Tomatina Festival in Spanien geht's um Tomaten. Wobei es erstmal gar nicht um Tomaten geht, sondern um Schinken. Der muss nämlich erstmal von einem etwa 7 Meter hohen Baumstamm heruntergeholt werden. Und dann kommen die Tomaten ins Spiel. Die kann man nämlich super zermatschen und andere damit bewerfen. 125 Tonnen Tomaten werden da geworfen. Das ist so viel wie 21 afrikanische Elefanten. Aber die Tomaten sind natürlich nur welche, die so reif sind, dass man sie eh besser nicht mehr essen sollte. Also wenn man die Tomaten und den Schinken vom Tomatina zusammenpackt mit dem Käse aus dem Käserennen, dann hat man schon fast eine Pizza. Ah, Pizza. Und danach ein Nusseis und ein leckeres Nusso-Schokolade und ein Nusskuchen. Aber zuerst erzähle ich euch die Nummer 1 der abgefahrensten Bräuche. Das Holi-Fest in Indien. Halt, noch nicht. Die Farbenparty steigt doch erst ab dem ersten Vollmondtag im März. Jetzt könnt ihr. Ab da wird so richtig gefeiert. In manchen Gegenden in Indien sogar bis zu 10 Tage lang.
Auf jeden Fall bewerfen sich alle kräftig mit Farbe. Erwachsene und Kinder. Nach einer Menge Spaß sieht's auch aus. Deshalb ja auch mein Platz Nummer 1. Also bei solch crazy Bräuchen von euch Menschen wird man beim Zuschauen ja selbst völlig verrückt. Und was noch verrückter ist, ist, dass ihr kein Fest über Nüsse habt. Also das wäre ja mein erster Gedanke. Oh, und der von meinem Bauch offensichtlich auch. Also los, los geht's zum Fips-Nuss-Fressfest. Tschö! Bevor es jetzt weitergeht, haben wir eine große Ankündigung für euch. Ja, und zwar gibt es was richtig Cooles zu gewinnen. Ihr könnt beim großen Dragons-Wettkampf mitmachen. Und dafür schicken wir euch Mitte Februar nach London. Und vielleicht kann man da ja sogar ohne Zahn treffen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Alle Infos dazu findet ihr auf togo.de. Viel Glück. Und jetzt gucken wir mal, was Simon und die Wolfgang so treiben. Ich bin natürlich ganz nah am roten Teppich. Dort werden gleich die Stars rüberlaufen. Die Stars von dem Film Wolfgang. Kinostart am 23.01. Und worum geht's? Es geht darum, dass Schüler in der 7. Klasse bestimmte Kräfte bekommen. Kräfte, die einem erstmal natürlich sehr viel helfen im Leben. Ich meine, was wird man mit Superkräften nicht alles tun? Aber das Problem ist, man muss mit den Superkräften auch umgehen können. Und so viel vorweg, das können die nicht immer, wie folgende Szene zeigt. Höhenangst, Tierhaarallergie und Blutekel. Mit diesen Schwächen müssen die drei außergewöhnlichen Freunde schnell lernen, umzugehen. Denn Greifsfelden steht Böses bevor. Denn es gibt einen unter uns, der es nicht erträgt, dass die magischen Wesen friedlich geworden sind. Fürst Luzifer, der Schreckliche. Wow. Das magische Trio bekommt aber zum Glück Unterstützung, wie zum Beispiel von Hausmeister und Zauberlehrling Hanapel. Einziges Problem, seine Magie funktioniert noch nicht ganz so richtig. Das Grauen will ich exorzieren, soll seinen Schrecken gleich verlieren. Salamandra! Oh, okay, falscher Zauber. Keine Panik, falscher Zauber. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Was ist denn? Hilft immer gegen Dämonen. Los, kommt! Eine echte Weltpremiere könnte natürlich nicht ohne die drei HauptdarstellerInnen Aaron, Arseni und Johanna stattfinden. Deshalb geht es für den Vampir, Werwolf und die Fee direkt von der Zauberschule ab zu Simon in den Kinosaal. Heute Weltpremiere? Wie habt ihr das aufgefasst? Total aufgeregt. Ich habe seit dem letzten Drehtag eine Strichliste gemacht. Und dann ist es heute soweit und das musste man dann erstmal realisieren. Und es war total spannend. Harmonie am Set ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und das war bei euch da. Und wie das auch alles mit den Effekten zusammenspielt, also diese Harmonie am Set und diese Effekte, dass du fliegen kannst, dass dir Haare wachsen, wo sonst gar keine Haare hingehören. Und du natürlich spitze Zähne kriegst und dieser Kragen sich aufstellt, das muss man unbedingt noch zeigen, wie das geht. Das gucken wir uns jetzt mal an bei der ganz besonderen Zeremonie hinter den Szenen. Wie war das genau? Also musstet ihr wirklich in den Ferien drehen oder war das am Nachmittag? Also wir haben in der Schulzeit gedreht, also wir waren dann auch die 2 Monate nicht in der Schule. Aber wir hatten nachmittags immer einen Lehrer, mit dem wir quasi geskypt haben. Und das war ganz lustig, wir haben immer alle WLAN gesucht und dann so, hallo! Und das war manchmal, ja, das war manchmal etwas stressig, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das war es definitiv wert. Arseni, du hattest eine ganz besondere Maske, da wurden überall Haare hingeklebt. Konnte man sich da überhaupt noch bewegen? Also, dass du denn da also, wirklich so standest? So richtig bewegen konnte ich, durfte ich gar nicht. Also, das wäre, glaube ich, das wär mir die ganzen Haare ausgefallen. Und Aaron, du hast, glaube ich, die ganzen Drogeriemarkt mit Gel leer gekauft, um deine Haare nach hinten wegzugehen. Das war ja aber schon auch spannend. Gefällt dir der Look? So ein bisschen ja, die Haare also, nach hinten. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es am einfachsten mit dem ganzen Kostüm. Denn das mit dem Haaren nach hinten gehen, das geht, kann man einmal halt machen und dann hält das auch recht gut. Ich kann meinen Kopf noch frei bewegen. Also ich muss nicht so machen. Und also für mich war es da super. Aaron, Johanna, Arseni, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Geht mit einem guten Gefühl raus. Und das könnt ihr auf jeden Fall sein. Und für dich habe ich noch was. Hier. Das ist Nasenspray gegen Tierhaare.
Dankeschön. Ne? Dann kannst du auf jeden Fall für den zweiten Teil auch noch die gut vorbereiten. Mal gucken, was dann passiert. Ne? Hoffentlich habe ich es dann im zweiten Teil nicht mehr. Garantiert. Also, meine Empfehlung, die Wolfgang ab 23.01. im Kino unbedingt angucken. Das sage ich nicht, weil die neben mir sitzen, sondern weil es einfach so ist. Boah. Ey, im Film ist alles möglich. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, das wäre so im echten Leben. Also man würde sich irgendwas wünschen, dann schnippt man und dann ist irgendjemand richtig Cooles da. Du meinst, man könnte sich irgendwas einfach so herzaubern? Mhm. Und das willst du wie machen? Ja, so die Ehrlich-Brothers, wie cool wäre das? Ah. Komm, wir schnippen einfach mal. Einfach so? Ja, 3, 2, 1. Bam! Oh. Ey! Das hat funktioniert. Ihr habt uns gerufen. Ja, okay. Wow. Da landen wir zu Hause sofort auf dem Sofa. Krass. Ja. Nicht schlecht. Schön, dass ihr da seid. Ja, was machen wir jetzt? Freuen uns. Ich habe so viele Fragen. It's magic. Wie kann man Zauberer werden? Da musst du mich fragen, nicht meinen Bruder. Also ich habe mir damals einen Zauberkasten gewünscht zu Weihnachten und habe dann einfach sehr viel geübt und dann auch wirklich vor Publikum vorgeführt. Ja, und dann wurden die Shows immer größer, das Equipment wurde immer größer. Deine Shows wurden immer schlechter. Zum Beispiel meine Haare haben mal gebrannt. Ja, das kann man sogar im Internet nachschauen, das ist im Internet. Oh Video. Ja, und auf der Tour gibt es sogar noch viel, viel mehr zu sehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Magie pur. Egal, ob auf einem fliegenden Motorrad, Hubschrauber oder mit einem Flammenwerfer, der aus dem Nichts ein Auto herbeizaubert. Spektakuläre Tricks stehen bei den Magierbrüdern auf der Tagesordnung. Und das ist nicht alles. Los geht's, Fabian. Also ich sehe, dass sich schon etwas abformt. Dank der Bonbonkanone wird sogar mit dem ganzen Publikum geteilt. Die Ehrlich Brothers wissen einfach genau, wie sie ihre Zuschauer verzaubern können. Wow, mega cool, oder? Aha. Ja, was macht man jetzt, wenn man unbedingt die Jungs mal live sehen will? Dann klickt ihr auf www.ehrlich-brothers.com. Da gibt es nämlich alle Infos zu den Tourdaten. Und bis Ende Mai sind die Jungs unterwegs. Damit ihr selbst zaubern lernt. Ah. Ein Zauber. Nein, wir haben leider nur einen. Ja, ist egal. Den nimmst du einfach. Oder was? Wir machen, oder pass auf, Jonas, du bekommst den Zauberkasten zum Selbstzaubern lernen. Yeah. Und mit dir, Sarah, zaubern wir jetzt. Was hältst du davon? Ist ein Deal, oder? Ist ein Deal. Yeah. Hast du ein bisschen Geld dabei? Nee. Geldscheine, Münzen? Nee, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Dann machen wir was mit der Flasche hier. Warte mal, vielleicht können wir ganz kurz mal zeigen hier die Flasche. Hier sind sowieso schon Kaffeeflecken drauf, ob da jetzt noch ein bisschen Cola ist. Ja, hat eben einer getrunken, vielleicht nimmst du sie mal. Ja. Komm mal hier in die Mitte und klopf mal gegen. So ein Ring mit dem Ring mal, dann hört man das. Flasche. Genau, richtig. Mit dem Ring vielleicht mal, dass man wirklich. Ja. Echtes Glas? Massiv? Echtes Glas. Absolut massiv? Pass auf. Absolut ich massiv. Habe tatsächlich, warte mal, ich habe. Ja. Ich habe immer ein bisschen Kleingeld dabei. Mhm. Also, Münze ist. Da, vielleicht unterschreibst du etwas auf die Münze, irgendetwas, was dich hoffentlich daran erinnert, an diese Show. Genau, schreib dann mal irgendwie. Mach ich meinen Anfangsbuchstaben. Ja, oder deine Handynummer. Genau. Die könnt ihr euch doch einfach herzaubern. Es geht noch leichter, wenn du sie draufschreibst, aber ein S ist auch okay. Pass auf, wir machen es so. Vielleicht kannst du deine rechte Hand mal so aushalten, so ein bisschen so nach unten strecken, genau. Ja. Ich gebe dir ganz kurz einmal die Flasche, halt sie mal genauso fest, richtig festhalten. Hier ist noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Was passiert halt sie gerade, genau, schön gerade halten. Ja, so ein bisschen höher. So, perfekt. Genau, richtig, richtig festhalten. Mhm. Ich nehme immer die Münze. Und du beobachtest jetzt die Münze und die Flasche, okay? Gut aufgepasst. 3, 2, 1. Festhalten. Nee! Sarah! Wie habt ihr das gemacht? Warte, jetzt müssen wir, guck mal, lass mal los. Ja. Das müssen wir einmal ganz kurz close zeigen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wie habt ihr das gemacht? Guck mal, sie ist fest in der Flasche drin. Kriegst du es nochmal drauf? Geht das? Da ist sie. Sehr geil. Jetzt natürlich, pass auf, das Geile ist, das ist jetzt so eine Art schwäbische Spardose, ne? Es geht rein, aber nicht mehr raus. Aber so können wir auch Geld sparen. Ich denke, das ist doch so ein schönes Präsent. Das wird mich immer erinnern. Ja, diesen schönen Nachmittag hier bei euch. Ja, dann soll ich einfach versuchen, euch wegzuzaubern. Meint ihr, das kann ich jetzt mittlerweile? Ja, also das müsstest du jetzt hinkriegen.
Oder du, du hattest ja hier den Kasten da. Du hattest Zeit zu gehen. Ich war gerade fasziniert von da drüben. Ich habe noch gar nicht angefangen. Okay, komm, wir versuchen es wieder zusammen. Okay, fangen wir an? Ja. Einfach wieder schnipsen? Ja. Ich mach schon mal okay. So. Willst du herkommen? Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Ganz ehrlich, wir brauchen die Ehrlich Brothers gar nicht mehr. Wir können doch selber einfach unsere Show machen. Würde ich auch sagen. Tja, und jetzt zaubern wir den... Sollen wir das jetzt? Ja, und ich gehe mal den Tisch putzen. Bis gleich. So, Jonas, die Karte, die du vorhin gezogen hast, war bestimmt diese. Ah, nee, die war's nicht. Dann war's die? Nein, die auch nicht. Dann muss es die gewesen sein. Nein, die war's auch nicht. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Okay. Bereit? Mhm. Also, ich errate immer, welche Karte du gezogen hast. Und zwar ganz einfach, zieh eine. Wie? So. Diese Karte, die nehme ich, ohne mir sie anzugucken, und tue so, als würde ich sie hier in den Stapel reinstecken. Okay. Dabei stecke ich sie eigentlich nach ganz, ganz unten. Dann, während wir reden, drehe ich das Ganze einmal ganz kurz, um drauf zu gucken, und drehe es wieder um. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, siehst du mal. Das ist doch ein richtiger Zauberer. Ja, und oh, ich kann sogar noch einen Zaubertrick. Bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1. Tada! Du bist wirklich weg. Ist ja krass. Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung. Sarah? Ja? Zurück. Jonas? Zurück. Okay. Du zauberst mich jetzt zurück. Ich versuche das ganz schnell zu machen. Ich sag nur schnell Tschüss, ja? Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Talkshow. Sarah? Du bist echt ein guter Zauberer. Zurück. Nicht. Ich ruf die Ehrlich Brothers an, okay? Ich habe keine Ahnung. Haben die Nummer? Hallo? Zurück. 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 Na super.